Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dre packt aus, hier auf The Nerdam Way of Life. Und heute habe ich hier was ganz Feines für euch. Ihr seht schon die PlayStation 4 Limited Edition Metal Gear Solid The Phantom Pain. In der 500 GB Variante, es gibt aber auch nur die, leider. Ich hätte es ja bevorzugt, hätten sie die 1 TB Variante gehabt, aber nun gut, ist die 500er... Was soll's. Ja, darum soll's heute gehen. Und zwar haben wir hier jetzt erstmal, ihr seht's, den Karton in einem, ich finde in einem, allein der Karton ist ja schon Hingucker, finde ich, ne? Kann man sich schon so hinstellen, was ich ja auch mache. Wir gucken uns mal die Seiten an. Das ist die, Seite mit der Auflistung, was denn so an Inhalten drin ist. Dann haben wir die Rückseite, wo hier oben nochmal ein paar Screenshots drauf sind, ist, glaube ich, bei jedem Karton immer so, dass da ein paar Screenshots von Spielen drauf sind. Hier nochmal ein schönes Art-Design an der Seite. Hier eine kleine Zusammenfassung von dem Spiel, worum es denn in etwa geht. Achso, und dann haben wir hier unten, wo ich sehe es jetzt gerade gar nicht, ich glaube hier auf dieser Höhe, ich kann es im Kontrollmonitor nicht genau erkennen. Das ist die Day One Edition. Deswegen kriegt man da noch so ein paar DLC-Sachen mit dazu, kommen wir aber gleich dann noch dazu. Genau, und dann die andere Seite, wo auch nochmal die PlayStation, das Spiel und der Controller abgebildet sind. Dann haben wir die Oberseite, wo genau das gleiche abgebildet ist, und die Unterseite, wo eigentlich nichts weiter drauf ist. So, jetzt kommen wir aber zum spannenden Teil. Jetzt packen wir das Ganze doch mal aus. So. Hier hinten mit so einem schönen Klebepunkt. Phänomenal. Aufgeklappt. Das Schöne ist ja, Sony hat dazugelernt. Und seit der ersten PlayStation 4 Verpackung. Ein bisschen sicherer gemacht, wenn ihr das GameStar-Video kennt von der ersten PlayStation 4, von dem PlayStation 4 Unboxing, wo der Michael Obermeier die PlayStation 4 auspackt. Guckt es euch einfach mal an, YouTube das Ding mal. So, dann haben wir hier einen stinknormalen weißen Karton, der sieht von allen Seiten eigentlich ziemlich gleich aus, außer hinten, da ist nochmal ein bisschen was für die Ökos, was das Recycling der Verpackung angeht und den ganzen Quatsch, um die Ökos halt glücklich zu machen, dass die sich freuen können, dass auch an die gedacht wird. Ups, da fällt mir schon die Hälfte entgegen. Okay. So, ich klappe das mal auf und sammle mal den ganzen Kram raus, den wir da so haben. So, das mal dahin, das legen wir dann mal dahin. Dann lasse ich den mal hier so liegen und guck das Zeug nämlich dann mal darauf. Da haben wir nämlich zum einen, wir haben ganz viel zum Lesen hier wieder. Wir haben eine Sicherheitsanleitung, damit man weiß, hier mit den Knöpfen kannst du dir die Finger klemmen. Wir haben die Garantie. Ein ganz dickes Buch, wo drauf steht, nö, du kriegst nichts Neues, weil du hast selber Schuld. Dann haben wir die Kurzanleitung. Ich weiß nicht, warum die das... Sie müssen es wahrscheinlich aber dazu packen. Es gibt bestimmt immer Leute, die keine Ahnung haben, deswegen müssen sie es immer dazu packen. Dann haben wir hier dieses wunderschöne Mono-In-Ear-Headset, was bei jeder PlayStation 4 mittlerweile dabei liegt. Und das ist einfach grauenhaft. Also wenn ihr vorhabt, irgendwie mit Leuten zu kommunizieren über die PlayStation, holt euch ein vernünftiges Headset. Das Ding ist für den Arsch. Und für den ersten Tag vielleicht noch zu gebrauchen. Das Ladekabel, USB-Kabel für den Controller. Ich meine 2 Meter lang oder so. Kann man also, wenn man dicht genug an der Konsole sitzt, auch noch benutzen, während man zockt. Weil der PlayStation 4 Controller ja bekannterweise einen beschissenen Akku hat, wenn ich das mal so sagen darf. Für Leute, die länger zocken am Stück, so wie ich, ist der Controller... Also das ist eine Frechheit. Aber darum soll es nicht gehen. Dann haben wir dabei ein HDMI-Kabel, was ich meine... Ist das 3 Meter lang? Es ist relativ lang. Und es ist erfreulich, dass sie es endlich geschafft haben. Steht die Länge drauf? Nee, ne? Dass sie es endlich geschafft haben, auch wirklich mal zu den HD-Konsolen ein HDMI-Kabel hinzuzupacken. Da musste Nintendo ja erst mit seiner Wii U, das vormachen. Dann haben wir das Stromkabel, das Netzkabel, wo Sony wirklich vorbildlich ist. Kann man das überhaupt sehen, wenn ich das so vor mein schwarzes T-Shirt halte? Vorbildlich ist, denn dieses Kabel ist seit der PlayStation 1 eigentlich immer das gleiche geblieben. Du kannst dieses Kabel, womit du die PlayStation 4 betreibst, auch an deine PlayStation 1 anklemmen und andersrum. Das funktioniert immer. Außer bei der PlayStation 3, bei der Fat Lady, da geht das nicht. Die haben so einen dicken... Die PS, die Slim Lady, die Fat Lady hat einen dicken. So. Und jetzt kommen wir zu dem ersten kleinen Highlight dieser Edition, dieser Version, nämlich dem Controller im Diamond Dogs Branding. Wie ich finde, ein richtig schickes Teil, im Gegensatz zum zum Beispiel, sagen wir mal, den Star Wars, der Star Wars Edition, wo ich den Controller echt hässlich finde. Ist das Ding hier noch recht schick? Mit dem hier an der Seite noch mit dem Diamond Dogs Branding, wie gesagt, hier noch so ein bisschen rote Pfeile dran, und eigentlich war es das auch schon wieder mit Sondereditionsmäßig.
ja, ist ein bisschen silbergrau oder was, Anthrazit. Aber ganz schick, so zum fürs Auge auch ganz, ganz nett. Legen wir mal hier hin. So, dann nehme ich die Bücher und die Kabel mal zur Seite. Denn jetzt wird es ja erst richtig interessant. Deswegen habt ihr ja eingeschaltet, um das zu sehen, was jetzt kommt. Ich ziehe es einfach mal raus. So. Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Ja, das Spiel, wunderbar. Ich bin noch nicht besonders weit, vielleicht, ich glaube 20 Stunden ungefähr bin ich drin. Und bin aber begeistert. Ich finde das echt, ist ein schönes Spiel, kann man auf jeden Fall, sollte man sich holen, vor allem wenn man mit Metal Gear zu tun hat, aber auch selbst wenn man nicht mit Metal Gear was zu tun hat, kann man sich es trotzdem holen, denn es ist spielerisch wirklich, wirklich gut. Ja, das hier, ihr hört es, es ist noch original verpackt, weil ich habe, kann man das überhaupt sehen? Nee, aber ich habe noch eine andere Version, mit der ich zocke. Das hier ist die Bundle-Version und nicht zum Einzelverkauf ja, vorgesehen. In der USK-Version, aber hier steht ganz wichtig, 100% Uncut muss bei USK ja immer beistehen. Ja, wie so eine Spielverpackung aussieht, wisst ihr. Das Artwork vorne drauf. Ohne Hideo Kojima. Naja. Schauen wir mal hier mit hin. So. Und das war's. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Nein, natürlich nicht. Ich habe wieder einen Clown gefrühstückt. Ich habe hier nämlich noch so einen Zettel. Never stop playing. Und pass auf, jetzt kommt nämlich das Beste. Blu-ray rein und los geht's. So einfach spielt es sich mit der PlayStation. Jo, ist richtig. Die größte Lüge, die sie hier jemals verbreitet haben. Wer schon mal PlayStation 4 oder Xbox One gezockt hat, weiß, dass diese Generation für eins bekannt ist, nämlich für nicht sofort losspielen, sondern für reinschmeißen und dann 10 Stunden weggehen, sich irgendwelche beschissenen Patches runterladen und dann eventuell auf die Server kommen und vielleicht zocken dürfen. Egal, darum soll es hier nicht gehen. Nein, es geht hierum. Hierum, Larum, Löffelstiel. Um die PlayStation 4 im wunderschönen roten The Phantom Pain Design. Ja, mir gefällt das wirklich richtig gut hier oben, wie auch bei der Standard PlayStation, PlayStation 4, in so einem glänzenden Klavierlack gehalten und unten halt so ein bisschen matt. Das Ganze durch so einen schönen goldenen Streifen, kann ja jeder, wie er meint, ne? ob er das schön findet oder nicht, schönen goldenen Streifen getrennt. Da, dazwischen natürlich die Lichtbar, die Lightbar, der Lichtstreifen, wenn die PlayStation an ist. Hier das PlayStation-Logo in Gold und hier nochmal das Diamond Dogs Branding, das Logo mit einem kleinen Hinweis. Ja, bautechnisch ist das Ding eigentlich exakt wie die normale PlayStation 4. Es ist, glaube ich, eigentlich nur die Faceplate, nennt man das so, getauscht worden. Die einzige Sonderheit ist hier, dass die Knöpfe zum Einschalten und die Disk rauszuholen, das sind halt richtige Knöpfe. Es sind nicht touch-sensitive Stellen wie bei der regulären PlayStation 4, sondern halt ja, mechanische Knöpfe. Das ist der einzige großartige Unterschied. Vorne wieder zwei USB-Anschlüsse, ganz normal. Hinten die Anschlüsse für LAN, HDMI, die Kamera und optisch Audio. Und das war's, ne? Spiel, Controller, PlayStation 4. Ja. Das Ganze hat jetzt 420 Euro ungefähr gekostet. Im Netz werden wesentlich höhere Preise verlangt, die ich ehrlich gesagt nicht ausgeben würde. Ich würde auch wirklich sagen, also wenn man noch keine PlayStation 4 hat und sich überlegt, ob man vielleicht eine haben will und vielleicht auch mit Metal Gear was anfangen kann, kann man hier ruhig zugreifen. Die 500 GB sind zwar eine Frechheit, wenn man das mal so sagen darf, wo sie ja die 1 Terabyte angekündigt haben und alles. Wobei, die gibt's ja auch schon. Aber ganz ehrlich, ich habe jetzt die PlayStation 4 seit, wie lange habe ich die denn jetzt? Ja, seit sie halt draußen ist und habe die 500 GB Variante und hatte eigentlich noch nie wirklich Probleme da, Spiele drauf zu installieren. Aber ich kaufe mir meine Spiele auch physisch, also ich lade sie nicht unbedingt immer runter. Gut, sie werden trotzdem installiert. Ich hatte noch keine Probleme. 500 GB reichen für mich eigentlich völlig aus. 1 Terabyte wäre natürlich trotzdem schöner. Für die Zukunft. So, das soll es gewesen sein. Das war mein kleines Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain PlayStation 4 Limited Edition Sonderedition Mega aus Unboxing Gedöns geteilt. Und ja, hier auf dem Kanal findet ihr noch mehr auch Metal Gear Solid relevante Unboxings. Auch andere, zum Beispiel Bloodborne. Und ich habe auch noch The Phantom Pain, die Collector's Edition angeboxt, ausgepackt. Ob die es wert ist, sich noch zu kaufen, vielleicht spielt ihr ja mit dem Gedanken, sie sich noch irgendwo zu kaufen, könnt ihr in dem nächsten Video erfahren. Da einfach mal raufgucken,
Da kriegt ihr dann einen kleinen Einblick, ob sie das wert gewesen ist. Also ob ich mich vielleicht doch ein bisschen ärgere, dass ich sie gekauft habe oder ob es sich gelohnt hat. So, das soll es gewesen sein. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es gefallen hat, Daumen hoch, wenn ihr neu seid, Abo da lassen. Es gibt ab und zu mal Unboxings, gibt viele Let's Plays. Auch zu Metal Gear Solid 5 und überhaupt die ganze gesamte Metal Gear Solid 3 habe ich Let's Played. Bin beim 5. wie gesagt gerade bei. Ja, Daumen hoch, Abo, kommentieren gerne, wenn es gefallen hat. Und ja, danke fürs Zusehen. Macht's gut. Ciao.